Hallihallo, willkommen zurück hier. Milchbaron XXL auf der Landkreis Rostock ist wieder hier am Start. Ja, wie ihr seht, wir sind inzwischen im März angelangt. Ich habe wieder ein bisschen gespult, weil es war einfach nichts zu tun. Die Kühe sind weiter gefüttert worden. Das haben wir gemacht. Ja, wir sehen, dass wir einige Sachen jetzt erstmal erledigen müssen, oben am Info-Hut. Was auf jeden Fall ist, unser Striegel ist jetzt auf der Wiese 38 unterwegs. Den habe ich auch schon losgeschickt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an und bringen erstmal Silage in die Mischfutteranlage. Das sollten wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. Der Fast Truck ist unterwegs, da hinten steht er und bringt Gras hier rüber, auch hier in den Multifermenter. So, wir können aber hier mal gucken, ob wir hier noch Siliermittel ist noch da. Gut, wir sehen, Gras ist ziemlich leer gelaufen. Das heißt, da müssen wir ordentlich mal ranklotzen. Genauso eben bei der Mischfutterproduktion keine Silage mehr drin. Ja, bisschen Wasser fahren, Silage in die BGAs, dann Mist in die BGA. Oh, müssen wir mal gucken, was wir da heute so anstellen. Es ist halt, wie gesagt, nicht viel los. Spitwetter, immerhin ist der Schnee weg. Das ist ja mit das Wichtigste. Wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, heute auch noch mal Milch verkaufen können oder überhaupt mal Milch verkaufen. Das haben wir ja, glaube ich, noch nie gemacht. Weil da haben wir inzwischen einiges da. Da könnte man eigentlich, sobald wir die Chemiefabrik mit Wasser versorgt haben, könnten wir uns darum kümmern, dass unser großes Fässchen einmal ein bisschen Milch wegbringt. So, aber wie gesagt, erstmal müssen wir gucken, dass wir da Silage fahren. Das hat oberste Priorität. Weil je mehr Kühe wir haben, desto mehr Futter brauchen wir. Ja, da müssen wir einfach ran. So, guck, da lädt einer gerade noch ab. Das heißt, wir können gleich da drauf, sobald der da weg ist. Ja, Gülle wird zurzeit auch noch hin und her gefahren. Wir brauchen Diesel, sehe ich. Ja gut, geldmäßig haben wir, glaube ich, gar kein Problem. Wie ihr seht, wir haben 415.000 knapp auf dem Konto. Da ist eben schon die BGA macht einfach gutes Geld. Das heißt wiederum, wir können eigentlich die nächsten Kühe kaufen. Das wäre doch was. Ja, voll gegen die Mischfutteranlage gefahren. Jetzt kommen wir da vermutlich nicht rum. Ja, so 56.000 Liter, die schieben ganz schön. Mischfutteranlage, Silage, ja. Wieso fährt der Mercedes nicht? Gut, lass uns mal den hier kurz automatisieren. Das heißt, Schnellfermenter
Zum Anlieferung Futtermischer mit Silage. Dann gucken wir mal, was. Achso, der schafft das da nicht komplett hin. So, dann würde ich sagen, du gehst dann wirklich an den Milchverkauf. Müssen wir mal gucken. Ah, Stallabholung, Milch links, Milch rechts. Keine Ahnung. So, da machen wir einfach einen Verkaufspunkt an. Sagen, er soll sich das Beste raussuchen und dann würde ich sagen, gucken wir dann gleich mal, ob das funktioniert. So, ja, hier ist eben am Striegeln. Das können wir uns auch mal kurz anschauen. Ist dabei. Wir bekommen die zweite Düngestufe drauf. Das passt also. Hier unser Feld 34, das ist auch im Wachstum. Also alles ganz normal, Suche, so wie es sein sollte. So, ich bin mal gespannt, wo der hier die Milch abholt. Das geht also hier rein. Dann gucken wir mal, ob es hier... Ja, es wird auf jeden Fall Milch geladen. Das ist doch schon mal etwas. Sehen wir das auch aus welchem Stall? Ja, das ist der Kuhstall 2. Ist das irgendwie beschriftet, welches Rohr für was zuständig ist? Entschuldigung. Ist jetzt nicht wirklich was. Ja, werden wir dann mal gucken, wie das weitergeht. Du bringst die Milch zum Lädli nach Jennewitz. Wenn du das sagst, dann mach das so. Gut, und wir kümmern uns weiter hier um Silagetransport. Alles, was getan werden muss, machen wir. Jetzt wieder. Geht doch. Ich will halt gerne so ein bisschen aus der Onboard fahren. So, was hätten wir denn hier noch? Wir hätten Mineraldünger zum Verkaufen. Aber ich glaube, wir sollten, bevor wir ans Verkaufen fahren denken, uns wirklich um die Produktionen, die uns jetzt wirklich am Laufen halten, am Leben halten, nicht am Laufen, am Leben halten, dass wir uns um die kümmern. Und das ist eben wirklich die Mischfutteranlage. Die muss laufen, die darf nicht stehen bleiben jetzt. Wir brauchen einfach Futter, Futter, Futter. Na gut, ist der hier. Gut, dann habe ich jetzt gerade nichts gesagt. Würde ich sagen, dann laden wir mal schnell hier eine Runde Mist auf. Und bringen die erst in die Chemiestation und wenn es da voll ist, in die BGA rüber.
Ja, gucken wir mal. So, eine Wende bitte. Ach, der Kleine da drüben, der fährt Gülle seit Monaten, auf gut Deutsch gesagt. Und der kommt nicht gegen die Massen an. Da werden wir also auch irgendwann mal mit dem großen Fass dann fahren müssen. Aber erstmal eben, ja, Flüssigdünger müssen wir verkaufen und die Milch. Das muss als erstes weg. Und danach können wir uns dann über so andere Sachen Gedanken machen. Wir können aber auch mal ganz kurz gucken, was wir für die Milch denn bekommen. Na, wo haben wir es denn hier? Milch. Lidl Jennewitz, 1350, ja. Oh. Hier passt schon nichts mehr rein. Gut, dann geht der Rest in die BGA rüber. Ja, die BGA müssen wir dann auch mal wieder befüllen. Aber wir können ja noch mal mit dem Förderband dann irgendwann arbeiten. So. Kommen wir jetzt noch mal Silage. Nicht, dass da jetzt wieder einer steht und blockiert. Na, guck mal, diesmal sind wir Erster. Ha! So muss das sein. Bin ja schon am Überlegen, ob ich den Schnellfermenter noch mal von der Geschwindigkeit ein bisschen hochdrehe wieder. Ich hatte ihn ja erst runtergedreht, aber ich dachte mir, wenn wir den genauso in den Bereich hinbekommen, wie wir die Silage in der Mischfutterfabrik verbrauchen. Ja, wobei eigentlich müsste man ja mehr machen, weil wir für die BGA auch noch was brauchen. Ach, das ist ja wieder gar nicht so einfach. Warte mal, lass uns mal gucken. Lass uns mal gucken. Pro Stunde. Wir verbrauchen 19.000. Kann das sein? Mischfutteranlage. Wir rechnen das auf einen Monat hoch. Wir verbrauchen 50 Liter Silage mit 18.000 Cycles. Das heißt, wir verbrauchen im Monat 900.000 Liter Silage. Warte mal, bei 3 durch 24, 12,5. Also 900.000 im Monat. Und der macht jetzt so, wie er ist, 360 mal 1200. Ja, der müsste man fast doppelt so schnell machen. Nee, das lassen wir, das lassen wir. Dann machen wir wieder den gemixten Silage-Ding mit Schnellfermenter plus Silo. Da liegt ja noch ein bisschen was hier drin. Und bis wir da wieder oder bis wir Gras mähen können, dauert das ja auch noch ein Weilchen. Ich denke, das sollte alles passen. Jetzt lassen wir noch was gucken.
In der Mischfutteranlage ist aktuell eigentlich nichts drin. Hier pushen wir gerade ein bisschen. Ja, Flüssigdünger, Mineraldünger läuft nicht. Die BGA ist eigentlich auch noch zumindest halb voll. Das heißt, da könnte man auch noch gucken. Aber wie gesagt, das kommt alles. Und irgendwann soll es ja so sein, im Optimalfall, dass die Ställe voll sind, auch was Nahrung angeht, und wir einfach nicht mehr hinterherkommen oder die auch dann irgendwann die Mischfutteranlage voll läuft. Das wäre mein Optimalzustand. Ställe mit Futter voll und die Mischfutteranlage auch. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Die Frage ist halt, was machen wir mit dem ganzen Geld, das wir inzwischen verdienen? Außer dass wir es in Kühe investieren. Doch noch irgendwie ein zusätzliches Feld. Eine Wiese. Noch mehr Silage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da müsst ihr vielleicht auch mal ein bisschen aktiv werden. Wo soll es hingehen? Da bin ich einfach im Moment etwas überfragt. So, der ist wieder da gerade mit dem ersten Wagen. Das heißt, wir machen noch mal Mist hier schnell. Können aber auch mal ganz kurz ein Bildchen machen. So. Das wieder an. Oh gut, hier ist der Mist schon mal raus. Milch. Milch. Oh, der Milchwagen fährt nicht. Wieso fährt der Milchwagen nicht? Das ist aber gar nicht gut. Da müssen wir auf jeden Fall nachschauen. Wo ist der Milchwagen? Hier, wieso? So, der kommt wegen dem Auto. Warte mal, da müssen wir dem vielleicht mal die Kollision hier rausnehmen. Ja, macht er auch nicht. Gut, der müsste normalerweise hier irgendwie so fahren und dann hier rückwärts rein. So, der erste Milchverkauf. 60.000. Kann sich doch sehen lassen. So, hier. Mist ist voll. Ich denke, ich werde gleich mal ohne euch die BGA mit Silage noch versorgen. Und für alles Weitere sehen wir am Freitag, dann in der nächsten Folge. Also, ihr Lieben, macht's gut, haltet die Ohren steif. Bis dann.